Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im David vs. Goliath-Projekt, meine lieben Freunde, zusammen mit dem Andi, den Manu, den Josh, den Manu, den Philipp und den Alex. Und dem Rainer. Hallo. Und der Rainer. Genau. Hallo. 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 Ich bin schon wieder voll. Wow, und das um die Uhrzeit. Fulminant. Ich kipp hier ganz vorne irgendwo ab, Rainer. Du brauchst ja noch einen Moment, ne? Ja. Ah, hier ist, glaube ich, ganz gut. It's a final countdown. Wir brauchen einen anderen Radiosender. Okay. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Oh mein Gott, schalt die mal wieder zurück. Ist schon wieder so weit unterwegs. Also vom Wetter her ist schon Herbststimmung. Sag mal ehrlich, das Wetter ist doch bekloppt, oder? Ja, das ist. Bei uns ist blauer Himmel, Sonnenschein. Ey, wir hatten hier eine ganze Zeit lang, da bin ich auf Farbe mit T-Shirt rumgerannt. 3 Tage später hatte ich eine Jacke wieder an. Ja. Das ist unfassbar. Dann regnet's. Dann ist wieder warm, dann ist wieder kalt. Ach, unfassbar, ey. Aber der Regen ist gut. Ja, das ist. Den Regen brauchen wir. Da geht kein Weg dran vorbei, aber. Ja, ist gut, weil im Winter, da kam ja überhaupt keine Niederschläge runter. Naja. Ja, das ist ja nicht nur das Einzige. Wir hatten ja auch einen ziemlich, ich sag mal, keinen richtig kalten Winter, ne? Ja. Also wir hatten wir hatten mild, ne? Also ich kriege das bei uns im Laden mit, wie die Leute bei uns, ich glaube, wir kriegen am Tag 50 Leute. Ey, ich hab so eine Ameisenplage. Wow. Ja, weißt du, und dann versuchst du das zu erkennen. Woher kommen denn die Ameisen? Es wird ja jedes Jahr mehr. Dann erzählst du denen so, ja, das hat das auch mit dem Wetter zu tun. Wir hatten nicht so einen kalten Winter. Es sind leider nicht so viele Ameisen gestorben. Ach, das kann ja nicht. Und du stehst da, ach, halt doch einfach deine Schnauze. Kannst du mal fragen, manchmal stehe ich da und dann will ich am liebsten das ganze Ameisenmittel auf den Boden werfen, in den Personalraum geben, meine Jacke holen, nach Hause gehen, Alter. Ohne Scheiß, wenn du dir das so anhörst, oder weißt du, ne, pass auf, das Wetter bei uns. Ich weiß nicht, ob euch Eisheilige was sagt. Eisheilige, ja. Ne? Ja, ja, pass auf. Die kommen rein. Es ist Frühling Anfang, wir haben 3 Tage schönes Wetter. 70 Leute kommen an einem Tag rein, ich brauche Grassamen. Ich habe schon vertikutiert, ich tue jetzt nachsehen. Du sagst zu denen, ich würde noch warten, auch das Vertikutieren war noch ein bisschen zu früh. Warten Sie noch, vor den Eisheiligen wird es auf jeden Fall noch mal frieren. Seit 20 Jahren in Meppen friert es vor den Eisheiligen noch mal, sagen wir zu denen. Ach, mache ich jedes Jahr so, jedes Jahr um die Uhrzeit habe ich den Rasen schon drin. Okay, nur dass wir es ihnen gesagt haben, ne, blablabla. Da kommen die Typen, kommen mit dem Kopf nach unten, kommen die rein. Mein Rasen geht nicht auf. Kann halt sein, dass der kaputt gefroren ist. Ist kaputt. Und du guckst ihn ich an. Ich kipp drüben ab, Rainer, gell? Und, ja. Weißt du, und du guckst ihn an und du erinnerst dich sogar noch an das Gespräch und sagst, würdest am liebsten sagen, geh nach Hause, Alter, und lass das Gärtner sein, Alter. Machst das jedes Jahr so. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich mach das jedes Jahr so. Hier hinten haben wir dann das die Nachsaat. Können Sie nochmal dran machen? Haben wir jedes Jahr hier. Mal ohne Scheiß. Die wollen nichts hören. Die denken immer, das sind die besten Gärtner. Mal seit 10 Jahren so. Funktioniert immer. Alles klar. Ja. Viele sind halt auch gestraft, ne? Weil, kennst du bestimmt, manche im Laden, die haben nicht so oft die Ahnung mit dem, was sie erzählen. Und da denken die meines Erachtens nach immer, sind alle dieselben. Ja gut, aber ich weiß nicht, wie das in den anderen Baumärkten oder Reifeisenmärkten läuft. Also ich weiß, dass unser Chef uns jedes Jahr mindestens zu 3 Schulungen anmeldet. Jeder von uns muss 3 Schulungen machen. Und das geht sich um Dünger, Blumenerde und, jetzt muss ich sogar 4 machen. Pflanzenschutz muss ich jetzt auch machen. Und Rasen und sowas, ne? Die erzählen uns jedes Jahr dieselbe Scheiße, aber wir gehen dorthin. Wir werden ja geschult, und bei uns steht ja drüber Reifeisenfachmarkt, weißt du? Ja. Und da tut mein Chef schon sehr viel Wert drauf legen, dass wir wissen, was wir da labern, weißt du? Ist ja richtig. Und du erzählst denen das und, ja, naja, glaube ich nicht, kann ja nicht sein.
Aber die fragen dich trotzdem nach der Meinung. Da frage ich mich manchmal echt, was willst du denn jetzt von mir? Willst du jetzt die Meinung von mir hören oder willst du das sowieso machen, so wie du das willst? Aber mir ist es egal, wir haben dieses Jahr gut verdient. Mein Chef sagt, der Umsatz ist gut, Leute. Aber Felix, kann das sein, Minuten, ne? Ja. Kann das sein, Krisi, wenn sie das Video hier sehen, dass sie dann nächstes Jahr anders machen? Ja. So Jungs, wenn ich Stopp schreibe, bitte aufhören zu ernten. Die Rüben dürfen trotzdem noch abgefahren werden. Ich habe noch eine zweite Maus für euch gekauft. Ja, das heißt, im Idealfall habt ihr die 4 JCBs, die bereitstehen. Ja, und den LKW und zweimal die Maus, um alles schnell mit aufzuladen. Also switchen wir dann auf... Ja, auf den... Irgendeinen auf den Panther und... Ja, die anderen brauchen das gar nicht, oder wie? Die Frage ist so doof, die beantworte ich nicht. Ne, die anderen dürfen das am Feld liegen lassen, bei denen schätze ich das. Natürlich. Bleib da, nur dass ich denen noch zwei LKW ist. Ich gebe ab hier, ne? Nicht so viel haben. Nee, die haben genauso viel, die haben nur noch eine weitere Fahrstrecke. Ja, schade. Das Doofe ist, dass wir die Rüben leider erst im Lager zählen können. Das ist halt nicht wie Rundballen. Dürfen diese, die Autos noch abgeladen werden? Die Ernte meine ich? Die Autos. Ja, klar, es ist nur Erntestopp. Okay. Das heißt nur Ernte ausschalten. Das Abladen, das... Müsst euch nur klar werden, wer die zweite Maus dann holen wird. Ja, natürlich ist Kollision. Dann komm bitte nicht auf die Idee, Rainer, gleich die Ladung abzukippen. Die kannst du direkt ins Lager fahren. Ja. Die nächste Folge bei Stopp ist alles erlaubt. Das heißt, dann dürfen auch die Traktoren fahren. Ja. Wir wollen dann eben abkippen. Und dann können zwei Ernterfahrer können sich die JCBs in der Halle holen. Die haben wir da eingeparkt. Wer will denn das nicht, dass es groß durcheinander ist? Ich werde jetzt einfach mitten reinfahren, damit ich die volle Arbeitsbreite jetzt hier noch ausnutze. Ich lasse ein Stück hier ziehen, ist mir scheißegal. Ihr fahrt mitten rein einfach. Ja. Ich chill jetzt auch einfach bei dir, Josh. Weil, Philipp, du hast noch Platz, gell? Ja, 50%. Ja, easy. Ja, dann kann ich gleich mir so ein... Kannst du nämlich gleich los, genau. Den Abfahrer holen, also hier sehen. War auch so, dass du nicht in die Sache rein musst und... Der E3 vorbei. Zehn, neun, acht, sieben. Alex, nein! So früh angefangen zu zählen. Fahr einfach quer rein jetzt! 5, 4, 3, 2, 1. Ende. Du bist leer, gell? So, ich bin leer, ja. Ja, Alex, da wären bestimmt noch 5% gewesen. Wenn wir verlieren, das ist deine Schuld. Traktor zu mir. Ne, die Traktoren sind voll, da müssen die an 9 kommen. Achso. Ich komme. Lass mal auf, Alex. Hier hast du noch was drin, oder nicht? Nee, ich bin leer. Ah, okay. Gelber JCB. Wer hat denn noch was drin? Philipp hat noch was drin. Ich spiel schon noch 2% rein, aber immerhin. Nicht nur irgendwo was auf dem Feld? Ja. Ja. Zwei Haufen, mindestens drei, glaube ich sogar. Holt jemand unsere Maus hier, ne? Die zweite? Wenn ich erstmal ein LKW hier hätte, dann... Ey, cool. Das auch schon Maus. Bei mir lohnt es sich nicht, die Maus zu holen, weil es... Ich komme. Bei mir lohnt es sich nicht, die Maus zu holen, weil bei mir das nicht nachsynchronisiert. Ich sehe nicht, was jetzt hier... Wo ist denn überhaupt der Bunker? Nicht, dass das im Falschen reinkippe. Der steht gleich rechts. Warte, Manu, ich dreh mal ein bisschen quer. Da ist ein großes D vorne. Du kannst losfahren, meinetwegen. Was ist da ein D? D, wie David. Na, ich hab die ganze Zeit in G abgekippt. Nicht rausfahren aus dem Strahl, du musst laufen wieder aktivieren. Achso, okay, gut, ich bleib mal hier. Ach, da hinten, die geht dann aus. Sind hier noch die Haufen, oder sieht das bloß bei mir so aus? Ahnung. 80%. Einfach in den vordersten rein, ne? 85. Ach, scheiße. Jetzt bist du ein bisschen zu weit rüber, warte. Warte, ich fahr, du brauchst nicht. Bleib du. Jetzt geht's weiter. Schon wieder so schräg dran. Mach mal klar, Alex, hier los. Ja, ich bin gleich voll. Guck, ich bin voll.
Jetzt hat er Alex. Deswegen bin ich nur zu schräg rangekommen. Okay. Damit ich die letzten Rest. Alex, befüllen. Das D, wo Nein. steht das D? Das D, das D, das D. Das erste ist D. Die erste Bunker hier. Bitte in meinem Bunker miteinander. Was machst du jetzt, Alex? Das hat gerade gehangen, warte. Boah, es nervt so hart, ey. Ich habe so Magenprobleme irgendwie. Gerade rangeschieben? Nein, aber. Muss aufpassen, nicht, dass irgendwas aus dem Arsch blutet. Ich kenne da jemanden. Seit zwei Monaten habe ich, egal was ich esse, Sodbrennen. Alex, vorwärts fahren. Ja, bei mir funktioniert das nicht gut, ne? Ich hatte jetzt noch Haufen da bei mir. Müssen wir mal sagen, wie der Haufen weiß ich nicht. Bei der Vorfahren. Müssen wir uns an die Straße halten beim Abfahren oder ne? Nee, beim Abfahren nicht. Das ach, wir sind doch jetzt gefährlich, ey, meinst du da? Ruckel. Alex, hey. Werde vorfahren. Hey, der Freezy ist eiskalt. Wo ist er denn dran hier? Sind die Dinger leer hier, die Ernte? Ernter müssen alle leer sein, ja. Wir waren David, ne? Ja. Play ist erste. Ja. Stopp mal, Alex. Liegt auf der anderen Seite weiter vor? Noch? Ich glaube schon, ja. Auf der anderen Seite müsste auch noch liegen. Ja. Ich kann ihn nicht abgeben. Fahren wir mal rüber. Kann gleich jemand zum Alex fahren? Ne, hier vorne liegt auch noch was, oder? Ach, nee. Wollen wir über das Feld rüber fahren? Ja, rüber. Einer müsste zum Alex kommen. Ich komm. Ich bin unterwegs. Ich bin zu nah rangefahren. Ei. Warte, ich hol noch mal aus. Los geht's. Macht nix, ich kann das Rohr komplett verstellen. Mein Rohr ist flexibel. Kannst losfahren, Alex. So. Das ist aber ein krasses Rohr. Es steht, wann es will. Tatsache. Aber normalerweise hat es doch mal angezeigt, dass man abkippen kann, oder? Ja, du musst auf Fänger wechseln, hatte ich auch gerade dasselbe Problem. Achso, deswegen. Dann muss einer nochmal Kontrollfahrt machen nachher ums Feld rum, ob noch irgendwo ein Haufen liegt. Ja, ich brauche hier auf jeden Fall dann noch einen Abfahrer. Aha. Ich bin bei 90% hier, bei der Maus hier drüben. Bin sofort da. 100%. Wo fährt denn der Andi hin? Der Andi noch da? Ich glaube, der Andi ist raus. Hier beim Alex muss noch jemand hin. Ich glaube, der Andi ist raus. Ich hol mal schnell unseren LKW. Weil der LKW steht mitten im Feld drin und Andi antwortet nicht. Und sitzt natürlich noch drin. Und der LKW steht hier. Nee, fährt er? Nee. Noch was drin im LKW? Ja, der ist voll. Hier steht auch ein JCB, der nicht befahren wird. Ja, das ist meiner, den habe ich abgestellt, so. Weil ich einen Andi den LKW holen wollte, aber. Was? Ja. Andi, was ist denn los mit dir? Ja, ich habe gerade an eine Tür gehen müssen. Ach, deswegen. Macht man nicht. Ich habe schon gedacht, du bist irgendwie. Nö. Lad doch ab. Was ja, denn? Ich sitze nicht mehr drunter, warte. Ich habe wichtig Unterlagen gekriegt. Ja, danke, Alter. Ich stehe hier, Junge. Body. Der bremst aber nicht so schnell. Dass du irgendwo ein Problem bekommen hast. Ich bin jetzt gleich voll. Voll. Jupp. Dann brauche ich hier noch einen Mondabfahrer. Ich bin unterwegs. Ich brauche dann auch noch einen. Ja. Ich fahr zu Manu. Ach, wir fahren einfach übers Feld jetzt, ja. Ja. Ja, klar, wir sind die anderen hoch. Der LKW fährt Straße hier, der rote. Aber es geht ja jetzt nicht mehr um Zeit oder so. Der geht jetzt nur noch, weil im Bio ist. Okay, da ist bei Manu ist einer, dann fahr ich. Ja. Ist immer durch, oder was? Oder braucht noch jemanden ab? Muss noch jemand rumfahren. Ich komme auch noch leer zurück.
Wollt ihr mich doch von der Straße abbringen hier? Könnten sie dann auf die Seite legen, ne? Der war ja voll. Ja, ich bin ja leer. Da fallen die ganzen Zucker rüber raus, dann müssen wir sie wieder aufladen. Nee, ich bin ja leer. Der rote war ja voll. So. Kommt jetzt hier vorne noch was? Ja, ich glaub's nicht. Wir können ja mal eine Runde fahren. Ja, machen wir. Ich glaube, Team Golat hat gewonnen. Wieso? Die befüllen schon das zweite Silo. Alter. Echt jetzt? Ey, das kann nicht sein. In A-Silo gehen, glaube ich, 500 Millionen Liter neu. Wer ist denn noch hier? 10 Millionen, vergiss es. Die fahren immer mal unterschiedlich, die Silos. Manu? Achso. Ja. Bei dir alles rein, oder? Ja, ich denke schon. Ja. Hab mir halt einen Sohn gerade gemacht. Haben wir jetzt alles, oder was? Nee, ja. Die Silos geht so viel nein, das kriegen die nicht voll. Du musst ja, einfach stimmt. Mal auf der Map, wie sieht's denn auf der Map aus? Schätz mal die beiden abgeernteten Felder ab. Oh, Manu, warte. Oh. Das müsste gewesen sein. Dann haben wir, glaube ich, obwohl es alles leer. Ey, das ist so knapp, ich habe keine Ahnung. Das ist schon wieder knapp, ne? Es liegt nichts mehr am Feld und es ist wieder leer, ja? Ja. Ich fahre mich jetzt noch ab. Ja, ich fahre auch noch ab. Ja, wenn ihr irgendwann einen Abfahrer braucht, muss ich Bescheid sagen, ne? Ich bin leer. Nee, ist alles, nee, alles fertig. Alles ab. Okay. Ist das Feld kontrolliert worden, ob noch was durchsteht? Müssen die, Wir sind auf der einen Seite rumgefahren und auf der anderen Seite war nichts mehr, wo ich vor uns vorbeigefahren bin. Ich glaube, der Manu war auch einmal komplett rum. Müssen wir die Ernte auch hier hinstellen jetzt nochmal, oder? Ja, mit abstellen. Okay. Schön nebeneinander. Reih und Glied. Er hat Glied gesagt. Pfui! Bringt jemand meinen Ernter mit? Ja, ne? Ja, ich denke. Bringt der Schlüber. Habt ihr irgendeine Choreografie überlegt? Ja, nackt oben ohne. Geil. Geil. Ey, fahrt mal eure Mulden zu uns rüber, dass wir fahrt mal mit ab bei uns. Okay. Dann kommt mal hoch. Ja. Sieht mich mal jemand? Was? Nein, braucht er nicht schauen. Aus dem Weg. Braucht er die Maus auch? Nee, die Maus brauchen wir nicht mehr. Der sind wir hier gut bedient. Wir brauchen Abfahrer, ist das Problem? Ja, ich komm. Bin auch schon unterwegs. Also es werden hier die gesamten Rüben gezählt, ne? Was jetzt so vom Feld geholt wurde, weil ich sag mal so, es macht ja keinen Sinn. Die Fahrtstrecke das Ganze entscheiden zu lassen. Ja, nee, das geht ja nur um die Menge, die drin ist. Ist genau, egal, also deswegen müssen wir uns halt noch abfahren, nützt nichts. So, fahr mal weg, oder genau, passt. Egal, wer dir jetzt abfährt, wir sind ja nur in Dilo rein. Ich hab keinen? So. Du hebelst dich selbst aus, das weißt du. Ja, deswegen hab ich's gelassen. Warum habt ihr im Lade? Warum? Ja, weil bei uns, weil wir abgekippt haben und das dann nicht mehr aufladen konnten, weil es nicht unser Grundstück ist. Doch, ah, okay. Oh je. Ey, Scheiße. Habt ihr nur eine Maus zum Laden? Zwei. Wir haben zwei Mäuse, also wir haben drei LKWs, aber keiner kommt, das ist das Problem. Doch, jetzt sind schon alle, jetzt alle drei da. Jetzt kommen sie alle mit Eimer, was ist das für ein Scheiß hier? Und noch drei Josken. Und noch drei Josken hier beim Anflug. Genau, Konkurrenz rückt an. Jetzt, wo wir fertig sind. Oh nee. Ich auch noch komme. Cool. Da ist noch ein LKW. Alter. Ihr habt jetzt alle auf einer Stelle stehen hier, oder was? Julian, schaust du ja? Nein. Ich schau nicht, aber ich seh's. Ja. Lauf, voll auf. Der Dings ja, der Terra muss noch ein bisschen bewegt werden. Ja. Und eure Ernte sind leer, oder was? Ja. Die Ernte sind alle leer, ja, okay. Wer war eigentlich dieser der Rübenmann? War das nicht Ex? Nee, Exle war es nicht. Das war Danny. Stimmt, Danny war das. Aber nicht den Benny, den ich gerade im Kopf habe. Benny. Danny. Ach, so. Mit Ach, Danny. Nicht der Feuerwehrmann. Gibt's denn überhaupt noch? Big Mac, mach doch mal Marcel mit rein. Ja, der macht ja noch LS17 Videos. Ja, warte, Big Mac. Bei wem? Hier, bravo. Ich komme.
Ja, ich kann egal, hier lachen. Da gibt's ja noch schönere Karten, ne? Schönere Maps. Ja, aber. Oh! Oh. Leute, ne, wir müssen die Rüstung hier abfahren, das ist alles nichts. Ich glaube, ihr zwei kommen euch gerade selbst in die Quere. Bäm. Alles gut. Lädt's noch da drüben? Jo. In den LKWs? Oh, jetzt. Warte, warte, warte. Oh, macht ihr noch einen Abfahrer eigentlich? Ah, nein. Nee. Big Mac, hast du alles? Noch einen kleinen Haufen. Gut, das war's, da kann ich abfahren. Wegfahren. Also hier ist alles weg. Warte kurz. Jungs, ihr müsst bei uns reinkippen jetzt, ne? Marcel, ja, ja. Sag doch mal. Sag doch mal. Da ist noch ganz viel unter der Erde, das müssen wir noch rausholen. So, müsste alles drin sein im LKW, oder? Nein. Warte mal, wenn der Maus noch drin ist. Marcel ist ja gerade einfach abgerauscht, ich bin immer fast schon hinterher gefahren. Braucht ihr jetzt noch jemanden? Nein, hier ist alles weg. Okay. Alter. Dann gehen wir kurz aus dem Bild. Ich glaube, da ist nichts mehr drin bei mir. Nee, bei dir kommt nichts mehr, Kino, das ist ja. Boah, jetzt, ich bin fertig. Dann fahren wir bei mir drüber, vielleicht kommt bei mir rein. Da, warte, ich komm. Ups. Nein. wohin denn jetzt? Ja, ja, ich hab hier gerade. Ach, scheiß drauf, jetzt auf die drüben. Gut. Alles leer. Ist die Schaufel auch leer, Big Mac? Ja. Ne, bei dir ist noch was drin hier oben. Hast du wohl einen Schuss nicht gehört, ich enterb dich. Der zeigt noch einen an hier oben. Ja, nee, kommt aber nichts mehr. Ist leer. Boah. Ob Förderer ist voll aus. Ja, andere Silo. Ja, ja, aber kommt nichts mehr. So, dann ist es teuer. Unser Silo. Leute, komm, jetzt mach keinen Scheiß, lade das in unser Silo rein. Der ist so, der ist mit einem Schwung zu euch gefahren. Ja, stimmt. Goliath, mein Fehler. Dumme. Mein Gott. Wie viel hast du im Radlader? 63. 63 Rüben. Ja, ja. Achso. Dann kipp die bei mir rein. Ich bin doch schneller wie du. Im Radlader. Okay, brauchen wir die Geräte, brauchen wir nicht zurückfahren, das passt schon. Manu ist, also, ist voll im Bild. Ich fahr jetzt schnell. Auf das bisschen da. Kommt ja, dann fahren die Geräte alle zurück. Am Ende, was bin ich im Bild? Weniger. Da ich sagte, deine Aktion gerade war voll im Bild. Scheiße. Wo willst du hin mit dem Ernder? Überleg, na ist egal. Passt schon. Die Maus hier drüben noch mitfahren, bitte. Die eine Maus, die mitten auf dem Feld steht, kann die noch einer fahren? Mach ich gleich. Oh, ab in die Philipp. Ich würde ja behaupten, du kannst gut rückwärts fahren, Bayer, aber dann würde ich halt lügen. Ja, deswegen fahr ich in die Sattel. Stimmt. Deichsel rückwärts fahren ist natürlich viel einfacher. Müssen wir einer die Maus noch fahren oder von Team David bitte, wenn einer Zeit hat? Schon unterwegs. Kostet ja alles Zeit, wenn das jetzt hier rumsteht. Und dann steht noch ein Abfahrer, steht auch noch von uns rum. Vielleicht könnte den auch mal einer, egal welches Team, jetzt bewegen. Bei uns, ne, steht der Rode. Nee, ein Rode steht noch hier beim Shop. Ich hab der Holmaterra. Genau, Marianne, das passt. Ja, der fährt grad los. Okay. Maus fährt auf, das weil fährt ich auf, so nett bin. So. Sehr gut. So, jetzt wird's doch. Okay, Falco, hau mal raus, los! Sind denn schon alle abgekippt? Alles abgekippt, glaube ich, oder? Ja, ja, also wenn es um 63 Rüben geht, dann kippen wir den Radlader noch rein. Sonst genau. Los, sag an. Ja, Augenblick. Lass mich ich glaube, es wird sehr spannend, aber ich glaube, ich weiß nicht, was das für ein Vorteil war, dass ihr die Seitenstreifen nicht gemacht habt, ob das für uns ein Vorteil war. Sind die Roten jetzt alle da oder soll einer noch was holen? Nein, die Roten sind alle unterwegs. Okay. Seid ihr sicher, dass alles abgekippt wurde? Ja, warum? Auch nur so. Wir haben weniger, glaube ich. So. So viel weniger. Fangen wir mal an. Sein. Aber guck mal auf die Map, was dann geerntet ist. Guck nicht auf die Map, du Cheater. Mit Team Goliath. Fangen wir an. Team Goliath hat 654.758. Ja, respektabel. Krass. Team 600, wie viel? 654.758. Okay. 654.000, okay. Wenn ihr sicher seid, dass alles im richtigen Silo gelaufen ist, hat ja, jetzt somit mach doch. Team David 753.283. Somit ist ein Unterschied von 100.000 Litern und 525.
Somit hat Team David gewonnen. Deswegen habe ich gefragt, sind sich alle sicher, dass sie in Richtung Silo geladen haben? Nein, ich bin mir nicht mehr sicher, dass... David ja, wir uns auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch bei euch was reingekippt. Fällt mir gerade ein. Aber bei selben Arbeitsbreiten 100.000 Liter und wir haben die Seitenstreifen gemacht, was eigentlich eine Menge Zeit spart. Nee, das eben nicht, eben weil du nicht. Musst ja zweimal aus, du musst ja viermal ausrichten anstatt zweimal. Ja, aber du nimmst doch mehr mit. Ja, aber du nimmst ja dafür auch mehr mit. Nee, ich weiß nicht, ob es nicht so schnell ob sich das rechnet. Ja, scheinbar ja nicht. Also ich hatte auch vor, die Seitenstreifen zu machen, da fing mein Team an rumzuweinen. Ja, Friesi, rechne das doch aus hier und da, wir müssen umsetzen und da, fahr ja, gut. Ja. Ja, okay, gut, nee, machen wir so. Das hat uns... Wir brauchen die Allradlenker ja auch nie auszurichten, das war ja alles nur einmal. Also, das wer von den Zuschauern der Meinung ist, das muss ein Rematch geben, der soll es mal wieder Ja, na gut, aber dann vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das ist krass, 100.000 Unterschied hätte ich im Leben nicht gedacht. Im Leben nicht. Die Schweizer lassen es halt gerne mal ruhig angehen und die hatte zwei. Nee, hey, die sind durch, genau. Genau, die sind durch ihn gefahren, also ohne Scheiß. Die hatten viel zu viel Stress, die beiden. Aber gut, wir sind erstmal fertig. Vielen Dank, lasst das Däumchen auf jeden Fall da und ja, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.